So, meine Damen und Herren, da kommen wir heute nochmal am Mittwoch, den, keine Ahnung wie viel heute ist, zu einem Unboxing, wie ihr schon sehen könnt, für die PlayStation 4, Day in Light the Fallen. Ich war natürlich wieder bei meinen Stammladen des Vertrauens. Da oben könnt ihr gerne mal vorbeifahren oder auch anrufen, wenn ihr irgendwas haben wollt, was in euren Läden vielleicht nicht vorhanden ist. So, PS4, Dying Light the Falling, 100% Uncut. Problem: Warum habe ich die Disky-Version gekauft? Ganz schnell aus dem Grund, weil es im deutschen PlayStation Store dieses Spiel nicht drin ist. In den restlichen Storen ist es drin. Ich habe ja zwei Profile auf der PS4, ein deutsches Profil, also einen deutschen Account und einen amerikanischen Account. Und in meinem amerikanischen Account ist das Spiel drin für 40 Dollar. Die große Dying Light the Fallen. Ich habe jetzt hier gesagt, umgerechnet 30 Euro bezahlt. Also bei uns wäre es 10 Euro günstiger. 29,90 eigentlich auch aufgerundet. Und in der PS4 Dying Light the Fallen Version ist eigentlich die N Enhanced Edition, wo drin ist einmal Dying Light, Beat the Zombie, Ultimate Survival Bundle, The Buzzard Horde und Dying Light The Following. Und ihr könnt auch hinten sehen, was hier so drin ist, auch dann hier oben. Das Spiel verbraucht mindestens 25 GB Festplattenspeicher. Ja, willst du jetzt hier nicht aufgehen oder was? So, das sind jetzt die 30 Euro wert Flöten. Hier haben wir die Dist. So ein Code steht nicht mit drauf, ne? Also hier ist das ganz normale Dying Light Handbuch. Was ich keiner brauche. Hier ist nochmal ein kleiner Infotext. Ich bin kein Franzose, sondern auf Deutsch. So sieht das von hinten aus. Natürlich sauber und unbenutzt. Steht auch hier Dying Light the Fallen Enhanced Edition. Kundenbericht kommt dann rein. Und in der Enhanced Edition, wie gesagt, ist das drin, was hier oben drin steht. Und das war's Unboxing, ein unspektakuläres zu Dying Light the Fallen, die Enhanced Edition für die PlayStation 4.